Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute für euch wieder ein Muster für Strickjacken, Pullover oder egal was du da mitmachst. Das ist deine Entscheidung. Wir haben heute ein neues Symbol hier bei unserer Skizze. Das zeige ich dir gleich. Es besteht aus diese Muster aus Blättern, wie du siehst, da kommen die Blätter. Und dazwischen haben wir, das ist kein Zopfmuster, das sind überzogene Maschen. Dieses Symbol, das ist, ich mache das ein bisschen höher vielleicht und jetzt. Das ist dieses Symbol hier, was wir hier haben. Das sind drei Maschen aus drei. Wie das geht, zeige ich dir gleich. Ich habe hier diese Skizze, habe ich mir aus dem Internet geholt. Und hier sind die zweiten und vierten Reihen gezeigt als rechte Maschen. Das stimmt nicht ganz, weil wir stricken die, Moment, ich bin jetzt, also ja, wir stricken hier die zweite, vierte und so weiter, die geraden Reihen, stricken wir so wie die Maschen erscheinen. Die würden gestrickt, wie die Maschen erscheinen. Diese Muster besteht aus 16 Maschen. Wir haben hier 16 Maschen. Wir stricken von rechts nach links. Plus 4 Maschen, die wir hier am Schluss haben. Plus 2 Randmaschen, die ich hier nicht gezeichnet habe. Nach oben haben wir insgesamt, wie gesagt, es ist hier, ich glaube, bevor ich das euch, obwohl, das merkst du dir bestimmt, dass die zweite, vierte, sechste, achte, zehnte und zwölfte Reihe, die stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Ich sag euch nochmal, weil hier sind die gezeichnet zum Beispiel so wie hier am Anfang in erster Reihe. Das stimmt schon nicht. Deswegen merkt ihr das, dass die geraden Reihen stricken wir so wie die Maschen erscheinen. Das heißt, wenn wir hier die Maschen rechts gehabt haben, dann in der zweiten Reihe sind das linke Maschen. Ich bin am Überlegen, ob ich euch das... nee, das machen wir, während wir stricken, würden wir das, dann würde ich euch das zeigen. Diese Muster sieht wirklich ganz toll aus. Ich habe schon einen Top mit diesem Muster, Sommertop, gesehen. Und da habe ich mir gedacht, das kann man auch für irgendwas anderes verwenden und wollte euch diese Muster jetzt zeigen. Wie gesagt, das muss nicht für Top sein. Ich habe natürlich hier kleine Fehler gemacht, aber das ist nur Beispielprobe, deswegen ist das egal. Weil ich habe hier diese Anfang gleich mit dem Muster angefangen und das ist natürlich besser, wenn man da ein Bündchen strickt. Wenn das, so wie ich das immer mache, normalerweise stricke ich zwei oder drei Reihen mit Bündchen, dann rollt sich das hier nicht so und ist besser zu erkennen. Auf jeden Fall, es geht jetzt nicht um die Schönheit hier unten, das geht um diese Muster, um diese Skizze, dass du dir das einfach kopierst und ausdruckst und wäre schön, wenn du das, oder gut, wenn du das gleich für dich zeichnest oder schreibst, dass die geraden Reihen stricken wir, wie die Maschen erscheinen. So, wir kommen jetzt nochmal zu der Skizze und wie ich schon sagte, wir haben 16
Mustermaschen plus 4 plus 2 Randmaschen. Die 4, ich habe hier 2 Rapports in der Breite gestrickt und 2 nach oben. Jetzt würde ich mit euch das dritte nach oben stricken. Und ich habe extra 2 Rapports gemacht, um euch zu zeigen, wieso hier dieses rote Quadrat ist, für die von euch, die nicht so viel Erfahrung mit den Symbolen oder mit diesen Skizzen haben. Für die von euch, die das erste Mal bei mir sind, wollte ich nur sagen, so zeichne ich die rechten Maschen. Das sind alles hier rechte Maschen, wie du siehst. Hier am Anfang auch. Dann haben wir hier 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Das sind die 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Was noch? Also, und hier haben wir linke Maschen, dann kommen hier linke Maschen und wenn wir unsere Arbeit beenden, wenn du dein Pulli zum Beispiel Rückteil schon fertig hast, eine Reihe, ich rede jetzt von einer Reihe, ja, du hast als Beispiel, ich mische ein bisschen jetzt, okay, du brauchst für deine Strickjacke oder für dein Pullover, für den Rücken, als Beispiel jetzt, brauchst du 5 Rapports, je 16 Maschen. Das heißt, du nimmst oder schlägst ein 5 mal 16 Maschen plus 4 plus 2 Randmaschen. Wenn du schon fertig bist mit den 5. Rapport, dann strickst du am Ende das hier, die 4 Maschen und deine Randmasche. Das haben wir nur am Anfang, hier ist das, und dann benötigen wir das am Ende. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Das würde ich dir gleich zeigen mit diesen 2 Rapports hier. Wenn mir was einfällt, dann sage ich euch gleich. Im Moment, ich glaube, das war's. Ach so, noch was. Ihr habt mich schon ein paar Mal gefragt, ein paar Leute haben mich gefragt, wo ich meine Stricknadeln kaufe. Die Stricknadeln sind wirklich klasse. Das war eine Idee von meinem Mann, dass ich mir dunkle Stricknadeln kaufe, wenn ich helle Wolle benutze. Dann könnt ihr das besser sehen natürlich. Die bunten, das sind glaube ich Bambus-Stricknadeln. Und die hier, und alle Stricknadeln kaufe ich immer bei eBay. Wie du siehst, das sind so Stricknadeln mit, Moment, ich wollte das, oh, so jetzt, nur das bisschen, so. Die haben die Spitzen hier aus Metall und in der Mitte, ich weiß nicht, das hier steht Carbons, weiß ich nicht, was das ist. Mein Mann sagte, das ist irgendwelche Kunststoff, glaube ich. Und die sind von, die schwarzen hier, die sind von Knit Pro. In der Stärke 3,5 habe ich ein Komplett. Ich habe mir gestern schon 3 Kompletts noch dazu gekauft oder bestellt. Die sind wirklich klasse, kann ich nur empfehlen. So, dann fangen wir an mit unserem Muster. Und am Anfang haben wir als erste die Randmasche. Die hebe ich auf, die stricke ich nicht. Die wird nicht gestrickt. Das ist die Randmasche. Ich hoffe, dass die Schärfe in Ordnung ist. Okay. Und dann haben wir
Die drei Maschen, drei aus drei sozusagen. Jetzt habe ich meine Randmasche verloren. So, das machen wir. Die dritte Masche. Die erste ist die Randmasche und dann haben wir erste, zweite und dritte. Die dritte Masche heben wir über die zwei Maschen hier, auf der linken Stricknadel. So, überzogen sozusagen. Die Masche ist, die zwei Maschen sind mit der dritten Masche überzogen. Jetzt stechen wir unsere Stricknadel hier von vorne und stricken eine Masche rechts, machen einen Umschlag und die zweite auch hier von vorne und stricken die auch rechts. Das war's. Das zeige ich dir noch ein paar Mal. Wir haben das noch ein paar Mal hier. Dann haben wir eine Masche links, eine linke Masche. Na. Und danach kommen sieben Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Sieben Maschen rechts. Zwei, vier, sechs, sieben. Danach kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir hier von der Seite und holen den Faden. Dann machen wir einen Umschlag, zwei rechte Maschen eins und zwei und eine Masche links. Jetzt zeige ich dir, wo ich bin. Ich bin jetzt hier bei der 16. Masche. Erste Reihe, die 16. Masche habe ich gemacht, die linke. Und jetzt gehe ich wieder zur ersten Masche und stricke ich wieder bis 16. und dann am Schluss die vier Maschen. Jetzt sind wir wieder bei den drei überzogenen oder zwei überzogenen. Da heben wir die dritte Masche hier auf der linken Stricknadel, die dritte Masche, ziehen wir über die zwei Maschen hier und lassen die Maschen auf der linken Stricknadel. Jetzt stechen wir hier von vorne und stricken eine rechte Masche. Jetzt machen wir einen Umschlag und stricken die zweite Masche auch rechts. Danach haben wir eine Masche links. Wenn du auf der Skizze guckst, hast du linke Masche. Dann haben wir sieben Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Das sind die zwei Maschen. Da stechen wir von der linken Seite hier unter den zwei Maschen. Moment. Und holen den Faden. Die Geräusche, die ihr vielleicht hier hört, das ist die dicke Katze. Die ist ganz sauer, weil der Hund ärgert sie.
Jetzt, wenn wir die zwei Maschen zusammen gestrickt haben, die biegen sich nach rechts. Jetzt machen wir einen Umschlag. Danach kommen zwei Maschen rechts. Eins. Und die zweite. Dann kommt eine Masche links. So, und jetzt sind wir schon am Ende. Das zweite Rapport habe ich schon fertig. Wenn du mehrere Rapports strickst, dann strickst du wieder erstmal von der ersten Masche. Ich habe mein zweiter Rapport jetzt beendet und das beende ich mit den drei überzogenen. Das heißt, wieder die dritte Masche über die zwei Maschen auf der linken Stricknadel. Über die zwei Maschen ziehen. Eine Masche rechts, ein Umschlag und die zweite Masche rechts. Und am Schluss habe ich eine Masche links und die Randmasche. Siehst du, das ist nicht schwer zu stricken. Jetzt kannst du hier sehen, das sind die überzogene, Moment, so, das sind die überzogenen. Und das sieht so aus wie ein kleiner Zopfmuster. Jetzt haben wir die zweite Reihe und die zweite Reihe stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Das heißt, wir haben als erste die Randmasche natürlich und letzte Masche war bei uns in der ersten Reihe war die linke Masche, die stricke ich hier nach rechts. Dann hier ist eine Masche links, Umschlag stricken wir auch nach links und so weiter. So wie die Maschen erscheinen, strickst du die zweite, vierte, sechste, achte, zehnte und zwölfte Reihe. Ich bin jetzt bei der dritten Reihe und da fange ich an mit einer Randmasche und dann habe ich drei Maschen rechts. Eins, zwei und drei. Eine Masche links. Danach haben wir fünf Maschen rechts. Eins, zwei, drei, vier und die fünfte. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss das ein bisschen locker machen. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. So. Dann haben wir einen Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts und dann kommt eine Masche links. Jetzt fange ich wieder an von vorne und hier haben wir am Anfang drei Maschen rechts. Drei rechte, ja. Drei Maschen rechts, eins, zwei und drei. Dann kommt eine Masche links und dann haben wir wieder fünf Maschen rechts, eins, zwei, drei, vier und fünf. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir von der Seite hier. Und holen den Faden. Und noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Siehst du, ich habe die linke Seite zu fest wieder gestrickt und dann kommen die Probleme bei mir. So, ein Umschlag, eine rechte Masche, ein Umschlag. Dann habe ich wieder eine rechte Masche. Eine Masche links,
Und die letzten drei Maschen sind die rechten Maschen, linke Masche und die Randmasche. Das war die Reihe 3. Die Reihe 4 stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Wir stricken jetzt die fünfte Runde oder Reihe. Ich bin wieder bei Socken. Und die erste haben wir die Randmasche. Dann wieder die dritte Masche auf der linken Stricknadel über die zwei Maschen ziehen und lassen. Auf der linken Stricknadel lassen wir die zwei Maschen. Dann stechen wir unter der erste hier und stricken eine Masche rechts, machen einen Umschlag und die zweite Masche rechts. Dann haben wir eine Masche links. Danach kommen drei Maschen rechts, 1, 2 und 3. Dann haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Danach haben wir eine rechte Masche, ein Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, zwei Maschen rechts und eine linke Masche. Das Ganze wiederholen wir. Wir machen jetzt zweite Rapport und die dritte Masche 1, 2, 3 über die 2 ziehen, über die zwei Maschen ziehen hier und auf der linken Stricknadel lassen. Dann stechen wir hier von vorne und machen eine rechte Masche. Danach machen wir einen Umschlag und wieder von vorne und machen eine Masche rechts. Dann haben wir eine Masche links. Danach drei rechte Maschen. 1, 2 und 3. Zwei zusammen, die sich nach rechts biegen. Da stechen wir hier unter den zwei Maschen und holen den Faden. Und danach haben wir noch einmal zwei Maschen rechts zusammen. Wieder von der Seite hier und holen den Faden. Danach kommt eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, wieder ein Umschlag, zwei rechte Maschen und eine Masche links. Und jetzt zweiter Rapport beende ich schon, deswegen mache ich die vier Maschen jetzt, die am Ende sind. Das heißt, die dritte Masche über die zwei Maschen ziehen, dann die erste Masche rechts stricken, ein Umschlag, die zweite Masche rechts stricken und dann habe ich eine Masche links und die Randmasche. Das war die Reihe 5. Die Reihe 6 stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Wir sind jetzt bei der siebten Reihe, die Randmasche, und danach haben wir drei rechte Maschen. 1, 2 und 3. Und dann ist wieder eine Masche links und zwei rechts. 1 und 2. Jetzt zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und die nächsten zwei Maschen auch zusammen nach rechts. Da stechen wir von der Seite hier und holen den Faden. Dann kommt eine Masche rechts Umschlag, eine Masche rechts Umschlag, drei Maschen rechts, 3 und eine Masche links. Und jetzt zweiter Rapport. Fange ich an mit drei rechten Maschen und dann kommt eine Masche links. Wieder zwei rechte Maschen, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen und noch zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen.
Dann kommt eine Masche rechts, ein Umschlag, eine rechts, Umschlag, drei Maschen rechts, eine links und jetzt mache ich die restlichen Maschen, die vier letzten Maschen und beende meinen Rapport mit einer Masche links. Das war die Reihe 7, die Reihe 8 stricken wir so wie die Maschen erscheinen. Ich bin jetzt bei der 9. Reihe und fange mit der Randmasche, dann die dritte Masche über die zwei Maschen ziehen. Dann stricken wir eine rechte Masche, einen Umschlag und die zweite Masche auch nach rechts. Dann kommt eine Masche links und eine Masche rechts. Eine links und eine rechts. Zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Das ist mein großer Problem. So. Dann kommt eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, wieder ein Umschlag und danach kommen vier Maschen rechts. Eins, zwei, drei und vier. Und die linke Masche. Jetzt zweiter Rapport, wieder die dritte über die zwei Maschen ziehen. Dann stricken wir die erste Masche rechts, machen einen Umschlag und die zweite Masche auch rechts. Danach haben wir eine Masche links, eine rechts, dann kommen zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Und noch einmal zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich mache das nur ein bisschen locker wieder. So, und die beiden stricke ich zusammen. Dann stricke ich eine Masche rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag, vier rechte Maschen, eins, zwei, drei und vier, eine Masche links und jetzt beende ich meine Arbeit schon mit den vier Maschen. Die dritte ziehe ich über die zwei Maschen. Dann stricke ich eine Masche rechts, mache einen Umschlag, die zweite rechte Masche, die letzte Masche ist links und beende meinen Rapport mit Randmasche. Das war die Reihe 9. Ich komme jetzt zur 11. Reihe und da habe ich die Randmasche und als erste sind die drei rechte Maschen. Danach kommt eine Masche links und einmal jetzt zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Danach kommen vier Maschen rechts, 1, 2, 3 und 4, ein Umschlag und fünf rechte Maschen, 1, 2, 3, 4 und 5. Dann kommt die linke Masche. Und das zweite Rapport fange ich an mit, Moment, irgendwas stimmt da nicht, mit drei rechten Maschen, zwei und drei. Dann kommt eine Masche links, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Vier rechte Maschen, eins, zwei, drei. Und vier, ein Umschlag und fünf Maschen rechts. Drei, vier und fünf. Eine linke Masche und jetzt stricke ich die vier rechte Maschen. Eine Masche links und beende mein zweiter Rapport mit der Randmasche. Das war die Reihe 11. Die Reihe 12, das ist schon die letzte Reihe von unserem schönen Muster.
die strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Denk bitte dran, na hier, wenn du schon ein paar Reihen fertig hast, dann siehst du auf der linken Seite, wo die rechten Maschen waren. Siehst du hier bei mir, kann man das ganz gut sehen. Und sonst alle anderen Maschen strickst du einfach nach links. Denk bitte dran, die Umschläge, die stricken wir auch nach links. Das war ein Umschlag. Die stricken wir auch nach links. Was noch? Also, die Maschen, die wir die zwei zusammengestrickt haben, die würden auch nach links gestrickt. Das sind so wichtige Sachen, auf die du achten musst. Ich bin gleich fertig mit der 12. Reihe. Ich habe so links. Das war jetzt auch links. Ich gucke immer, weil dazwischen kommen auch die rechten Maschen, die auf der anderen Seite als links waren. So, und das sind die letzten Maschen jetzt. Okay, das haben wir fertig. Wir haben jetzt unser Muster fertig gestrickt. Wie du siehst, das sieht jetzt ein bisschen besser aus. Wenn wir jetzt mehr Reihen oder Rapports haben, da kannst du schon erkennen, die Blätter und auch diese falsche Zopfmuster, würde ich sagen. Ich hoffe, du kannst das für irgendwelche Projekte von dir verwenden, dass du, wenn du diese Muster schön findest. Die Skizze, das würde ich gleich auch kopieren und bei Facebook packen. Ich bin gerade am Überlegen, ich glaube, weil ihr fragt mich immer wieder mit den Symbolen, was ich verwende. Ich glaube, ich würde ganz kurze Video auch machen, wo ich die ganzen Symbolen, die wir bis jetzt verwendet haben, ich glaube, da kommt nichts mehr, würde ich ein kurzes Video machen und euch das einfach zeigen. So, das war's für jetzt. Ich habe noch ein Projekt für euch oder ein Muster für Socken. Den zeige ich euch auch noch heute. Das war's für diesen Moment. Ich sage erstmal Dankeschön und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Bis dann. Tschüss, eure Mira.